Herzlich willkommen bei meiner Vergangenheit und einen wunderschönen guten Morgen, Deutschland. Wir haben 8.45 Uhr und ich begrüße euch hier bei einer weiteren nach langen Wartezeit mit dem Spiel Microsoft Flight Simulator für die Xbox Series X und nicht die S, sondern X. So, genau. Ja, war lange nicht mehr im Spiel drinne und ja, ich habe mir heute mal was Besonderes ausgesucht. Wir gehen heute mal zurück in die Vergangenheit, in meine Vergangenheit. Bevor wir das machen, würde ich einfach sagen, lass uns mal ganz kurz schauen, was es Neues im Marktplatz eigentlich jetzt gibt. Es gibt ja schon, ist ja schon eine ganze Weile her, dass es hier ja, neue Sachen reingekommen sind. Und wir können ja einfach mal schauen, was jetzt hier überhaupt kostenlos ist. Die Frage ist bloß, wie komme ich denn da hin jetzt? Ja? So. Vollständiger Katalog. Kostenlos. Was gibt es denn hier? Word Update, Germany, Australia und so weiter und so fort. Dann haben wir eigentlich alles schon im Besitz. Also so viel gibt es anscheinend gar nicht. Ist ja ein bisschen komisch. Irgendwie spackt auch das Menü hier rum ein bisschen. Aber egal. Gut. Dann, was haben wir denn noch so Schönes? Neu. Wir haben einen neuen Skyhawk für 13,99. Ein Baitbit 5J. Naja, okay. Und hat haufenweise Flughäfen und so weiter und so fort. Also alles Mögliche, was man nur die Hälfte oder gerade nur 10% davon alles braucht. Abgesehen von den Flugzeugen sozusagen. Also, ja, das würde mich auch interessieren, das Ding. Das ist geil eigentlich. Das habe ich gerne geflogen bei Ace Combat immer. Ah ja, oh hier, Dings von Captain Baloo und seiner Crew, aber für 30 Euro. Puh, das ist ganz schön heftig, ey. Und hier 9,90 Euro, das könnte ich mir vielleicht mal zulegen. Aber das ist eine andere Sache, ne? So, unser Thema heute für heute ist halt hier zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit. Und ich habe ja schon mal eine schöne Strecke rausgesucht. Flugzeug habe ich auch schon ausgewählt und ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Ich möchte euch nicht zu viel verraten, aber es ist in der Nähe von Horb am Neckar. Diejenigen, die in der Nähe wohnen, wissen vielleicht, wo es jetzt ist. Alle anderen, lasst euch einfach überraschen, was hier vor uns geht. Und ich denke mal, das Wetter ist gut. Wir haben wieder Echtzeitwetter drin, hoffe ich mal, dass es auch alles klappt. Wir können ja gerne mal nachchecken. Live-Wetter, genau. Es ist bewölkt. Kein Regen, hoffe ich jetzt mal. Ne? Also dann sage ich mal einfach, let's go. So, die Flugdauer liegt bei 47 Minuten, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, das Wetter ist gut. In Deutschland ist das Wetter nie gut. Das ist das Problem. Das ist das größte Problem, was hier Deutschland hat. Da denkt man sich, ja, ja, jetzt hier nach der Nachtschicht, nach einer Woche endlich mal wieder so, machen wir ein bisschen wieder Flight Simulator. Und was kriegen wir? Schlechtes Wetter. Yay! Ich bin begeistert, ich bin überrascht und ja, alles andere. Für die Leute, die jetzt hier reinschalten oder reinschauen. Was ist das für ein Scheißwetter? Ah, okay. Das, gut, da muss ich echt überlegen, ob ich jetzt das Wetter nochmal umstellen soll. Also sonst ist es hier sehr düster. Die Uhrzeit sollte es eigentlich ein bisschen heller sein. Aber okay. Für die Leute, die hier das anschauen auf Twitch oder nicht. Es wird auf jeden Fall, jedes Video, was hier auf Twitch läuft, wird auf YouTube Dings gespeichert und wenn ihr irgendwas verpassen solltet, dann einfach auf YouTube gehen, auf den Christian Angel 3000 Kanal und dann könnt ihr auf jeden Fall dort checken, was das die Sache angeht. So, ich würde jetzt einfach ganz glatt sagen, wir machen uns bereit zum Start. So, das Wetter ist scheiße, ehrlich gesagt. Und eigentlich mache ich eigentlich Realtime-Wetter, aber wir wollen ja gern was von der Welt sehen, deswegen du mir einfach mal jetzt mal sagen, machen wir das einfach mal anders. Wir könnten mal Live-Wetter ausmachen. Das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Uhrzeit können wir eigentlich lassen. 20. September, auch alles gut. 8 Uhr morgens, alles gut. Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir das einfach mal so. Auch wenn es jetzt nicht Realtime ist, es ist halt stark bewirkt hier in Deutschland und das ist halt einfach blöd jetzt momentan. Also deswegen, seid mir da nicht böse. Sonst mache ich eigentlich immer gerne, aber wenn ich euch was zeigen möchte und euch gerne was präsentieren möchte, müssen wir halt ein besseres Wetter haben. So, wir tun erstmal die Parkbremsen lösen und heben ab natürlich.
Aber bevor wir erstmal wir einsetzen, wir drehen erstmal hier hoch. Und jetzt lösen. Und SkyMochi ist wieder am Start. Wir müssen erstmal Geschwindigkeit aufbauen. Ich hoffe, ich tue jetzt nicht gleich. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wie war denn das nochmal? Eieieiei. Junge, mach keinen Stress. So, okay. Das Problem ist halt immer. Dass wir hier am Start immer Probleme haben. So, wir haben Markierungen gesetzt. Ja. Wir dürfen nicht zu schnell steigen. So, wie gehen wir mal Außenkamera? Ups, das war die falsche Taste. Genau. Wir sind eigentlich auf voller Leistung. Eigentlich. Wir sind auf jeden Fall von Sulz gestartet. Jetzt. Ich verstehe es gerade nicht, warum ich jetzt nicht so abheben, hochheben, hochziehen kann. Ich verliere an Geschwindigkeit. Ich bin eigentlich voll auf Drehzahl. Ja, vielleicht brauche ich einfach mal ein bisschen zum. Was ist denn los mit den Winden hier? Das ist ja Katastrophe. 8 Grad, das kann doch nicht sein. Wie haben die Landeklappen eigentlich eingefahren? Ah, jetzt, da muss ich erstmal drauf reagieren. Jetzt habe ich schon wieder einen Abfall. Das ist Katastrophe, Leute. Aber okay, gut. Das kriegen wir auf jeden Fall auf die Reihe. So. Gut, Leute, wir sind hier. Oberndorf am Neckar. Da, wo wir hin wollten. Und jetzt komme ich mal zum Thema, Leute. Oberndorf am Neckar ist eigentlich die erste Haltestelle, wo ich in der Schule war. Und ja, es gibt hier immer. Genau. Und im Endeffekt haben wir da unten gewohnt, direkt da unten. Und ja, die Schule. Mal gucken, ob wir die Schule sehen von hier aus. Ziehen mal ein bisschen nach unten hier. Okay, die Schule ist genau jetzt da, wo die Spitze ist. Das ist die Schule. Sieht aber hier ganz komplett anders aus. Da gibt es hier eine schöne Serpentine nach oben. Heilandzacke, bleib doch mal ruhig hier. So.
Die Serpentine sieht man auch sehr schön. Fahren auch Autos. Sehr schön. Immer. So, die Straße geht ja auf jeden Fall nach oben. Und das weiße Gebäude, was er jetzt da sieht über mein Cockpit, ist ein. Ich weiß nicht, ob das das Real oder Kaufland. Ich glaube, der Real ist das, glaube ich. Ein riesen Parkplatz, Lidl, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall ein großes Einkaufszentrum. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal. Fliegen wir jetzt einfach mal weiter. Die Richtung, die ich halt vertraut bin. Von Obendorf fahren wir jetzt im Endeffekt zu meinen Eltern, wo sie wohnen. Aber wo sie genau wohnen, erzähle ich euch nicht. Weil das ist ja wieder ein bisschen Privatsphäre, sage ich mal so. Aber ich kann euch mal einfach den Weg zeigen, wie man hier fährt. Das ist dann der Kreisverkehr, ist auch sehr schön. Hier drüben haben wir Hochmissingen, genau. Und da vorne ist dann schon mal Fluren. Immer sehr schön hier. Also man kann es von hier oben auch sehr schön sehen und nachverfolgen, dass es dann schon realistisch ist. Muss man das mal kurz bei mir, bei meinem Headset ein bisschen leiser machen. Wo ist der Regler? Ups, das war ein bisschen zu leise. So. Die zwei Windräder sind hier auch zu sehen. Das ist sehr schön. Echt klasse. Also ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Gut. So. Dann kommen wir auf Fluren. Ist so eine Zwischenstadt zu der weiteren Heimatstadt, wo ich früher eine ganze Weile gewohnt habe. Sieht es sogar richtig. Das ist richtig schön gemacht, dass man hier richtig wieder nacherkennt, wenn man selber hier mal gewohnt hat, dass man sagt, hey, hier. Okay, das da war früher eine Tankstelle, ne? Das war früher eine Tankstelle, definitiv. So. Und den Wald sieht man sogar auch, den kleinen Waldabschnitt. Das ist ja klasse. Da ist ein Fluss. Okay. Was man so alles von oben sieht. Interessant. Ja. Ich habe auch gesehen, dass es einen Helikopter gibt im Marktplatz. Schade ist es echt, dass es einfach nicht für die Konsole rauskommt. Weil das würde bestimmt eine schöne Idee sein. So, wir gehen mal ein bisschen von der Geschwindigkeit runter. So, wir sind jetzt hier im Peterzell. Da ist der Sportplatz, das ist die alte Schule. Ja, da vorne ist die große Firma Seier. Sehr schön. Okay. Sieht nicht so aus, wie ich es mir gedacht habe, aber egal. Wir machen noch mal eine Runde drum. Weil ich würde gerne noch mal kurz anschauen, ob ich das Haus jetzt wirklich erkannt habe. Wir dürfen aber nicht zu schnell. Die Frage ist jetzt, wie mache ich den Kameramodus an? Ich glaube, dann müsste ich hier drauf. Ja. Das war blöd. Das ist blöd, dass du nicht einfach mal anhalten kannst und sagen, okay, jetzt stopp. Also, das ist dann, dass das Flugzeug dann einfach macht, was es will. Traurig, aber wahr, Leute. Traurig, aber wahr. Aber das kriegen wir hin. Das müssen wir hinkriegen. Das ist doch eigentlich alles kein Problem. So. Runde Nummer 2. Sogar das kleine Dorf hier ist. Bauernhof sieht man. So. Aha. Okay. Gut. Wir haben es gesehen. Ich würde sagen, wir fahren. Was macht der denn? Wir fahren im Kreisverkehr. Er fährt einfach mal seine Runden, würde ich sagen. So. Dann ziehen wir mal ein bisschen hoch. So, ist das hier noch die Straße? Genau.
Genau. So, wir kommen jetzt hier langsam nach Reutin. Da hatten früher mein Kollege gewohnt, ein Schulkamerad. War auch sehr interessant, sag ich mal so. Also, nicht interessant. Und ein guter Kamerad bis zum gewissen Punkt. Dann gab es dann später in meinem Lebensabschnitt leider dann ein bisschen Komplikationen. Und da hat sich leider das auch verabschiedet. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das Haus noch überhaupt da ist. Von ihm. Das ist jetzt also nicht sein eigenes Haus, sondern von einem ehemaligen Familienmitglied, sage ich jetzt einfach mal so. Und mal gucken, ob wir das finden. Dann müssen wir jetzt hier genau rechts, dann hier von der links und dann immer geradeaus. Das kann auch schon sein, dass es sich komplett verändert hat. Das müsste nach dem Feld hier sein. Ja, das ist okay. Ob das jetzt wirklich treu ist, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Da würde ich sagen, dann fliegen wir jetzt mal nach weiter. Wir fahren also von Peterzell aus, ne? Fliegen wir jetzt diese Strecke der Stadt, also die Dorfstrecke, die ich früher mit dem Bus gefahren bin. Das ist in 20 Kilometer zur Schule. Jeden Morgen eine Stunde Busfahrt. Hat Spaß gemacht nach einer gewissen Zeit. Ja, hat man eigentlich keinen Bock dann drauf gehabt. Aber naja, so ist das Leben halt, ne? So, wie gesagt, wir fliegen jetzt im Endeffekt die ganze Strecke, die ich mit dem Bus gefahren bin. Und deswegen ist das halt, ja, meine Vergangenheit. Und da möchte ich euch einfach mal zeigen, welche Strecke ich früher morgens und mittags, nachmittags immer gefahren bin, um überhaupt nach Hause zu kommen. Also den direkten Weg halt, ne? Also manchmal musste ich auch umsteigen in einen anderen Bus, der dann in der Richtung geht, wo ja, komplett woanders war halt. Also musste ich nach Albersbach runterfahren. Das war dann auch nicht so gerade das prickelndste, aber naja. So. Nächste Wegmarkierung ist Eichfeld. Und das ist genau hier. Da oben ist ein Golfplatz. Da können wir dann. Nö, müssen wir jetzt nicht unbedingt hinfahren, ne? So. Wie gesagt, hier, wir fliegen gerade über Eichfeld. Und die Strecke geht hier direkt runter nach Albersbach. Aber wir fahren ja nicht nach Albersbach, sondern wir sind mit dem Bus, sind dann über 24 Höfe gefahren. Und das fängt genau hier an. 24 Höfe sind halt mehrere einzelnen Baubereiche, wo dann halt sehr viel Landwirtschaft betrieben wird. Und das hat man halt auch dann gemerkt, weil dann früher sehr viele Traktoren gefahren sind, etc. und etc. Und wie gesagt, wir fliegen diese Strecke hier lang, wie der Bus früher gefahren ist. Das ist echt. Okay, man kann es heutzutage eigentlich gar nicht mal wirklich nachvollziehen, also nachgetreu nachfliegen. Denn es hat sich schon einiges geändert eigentlich. Zum Beispiel diese Straße vor uns, die gab es früher nicht. Die ging es halt einfach geradeaus weiter und das wurde halt komplett neu gebaut. Und deswegen fahren wir auf jeden Fall die Strecke hier entlang. Also fliegen wir die Strecke entlang, weil es bleibt ja uns nichts anderes übrig. Sonst würde man hier außen rumfahren. Und im Endeffekt ist das hier eine große Umgehungsstraße für den Straßenverkehr. Weil sonst hätte man auch mit normalen Autos durch die ganzen kleinen Bauerndörfer, also ja, durch die kleinen Dörfer im Endeffekt durchfahren müssen. Aber durch die große Umgehungsstraße wurde das hier alles ein bisschen vereinfacht und ja, keine Ahnung warum. Ich halt schon, ne? Wie das jetzt mit dem Bus heutzutage ist, weiß ich nicht. Bin seitdem die Straße da ist, eigentlich nicht mehr mit dem Bus gefahren. Und es ist schon interessant auf jeden Fall, wie sich das alles verändert hat. Früher ist man hier außen rum gefahren und jetzt fährt man um die große Umgehungsstraße halt, ne? So, und jetzt kommt die schöne große Serpentine, die für jeden Motorradfan ein Traum ist. Warum man das unbedingt so machen musste, werde ich auch noch nicht heute verstehen. Ja, das liegt halt einfach daran, dass halt viele Bauern wahrscheinlich gesagt haben, nee, das ist unser Feld, ihr dürft da nicht da kaputt machen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, sonst fährt man auf der rechten Seite, aber hier kann man mit dem Auto auf jeden Fall auf der linken Seite jetzt fahren. Das ist halt auf jeden Fall interessant. So. Und dann am Ende kommt man im Endeffekt hier auch auf die Straße drauf, weil früher gab es, dann fing die Straße hier erst an. Das Rest, was wir jetzt gesehen haben, wurde angebaut.
Und ja, das ist halt im Endeffekt der Straßenabschnitt, den ich noch kenne, also wo ich mit dem Bus früher gefahren bin. Und diese Straße führt nach dem Ort Losburg. Benutzerdefiniert, das ist jetzt ja auch erstmal egal. So. Ja, Losburg ist eine Stadt mit einer riesengroßen Firma, wie ihr links sehen könnt, und eine sehr bekannte Firma. Fast in jeder Industrie, Dings, Metallindustrie oder sonstiges. Sogar bei mir in meiner Firma gibt es die Firma, gibt's Maschinen davon, von der Arborg. Und das ist die Firma hier. Die Firma Arborg, die in Losburg steht. Kaum zu glauben, wie groß das Ding ist. Es ist schon heftig halt einfach, ne? Also ich will nicht wissen, wie viele Maschinen da drinnen produziert werden, aber es ist schon einiges. Und ja, ist halt auch schon wieder so ein Weltmarkt, also eine Weltfirma, sage ich mal so, die viele Maschinen in vielen Betrieben zu sehen ist. Kommt drauf an, was sie halt produzieren. Drehmaschinen, Fräsmaschinen etc. Und wir haben halt überwiegend bei mir in der Firma halt Spritzguss, weil ich ja für die Medizintechnik arbeite. Und da ist sie auf jeden Fall auch dabei. Und wenn ich jedes Mal an der Maschine da vorbeilaufe, denke ich jedes Mal, scheiße, da bin ich jeden Morgen früher mit dem Bus vorbeigefahren. Hätte ich doch lieber mal dort angefangen zu arbeiten. So, ja, das ist dann hier auch vorbei. Noch eine kleine Info, aus Losburg kam meine allererste Freundin sozusagen. Hat leider nicht lange gehalten, wegen gewisse private Probleme. Ich lasse es einfach mal als so dastehen. War nett, aber irgendwann auch ein bisschen zu stressig. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt meine Freundin habe, die ich jetzt momentan habe. Und mit der ist es richtig angenehm und ja, bin sehr froh, sie an meiner Seite zu haben. So. Ja, das ist jetzt die Straße Richtung Freudenstadt. Freudenstadt ist eine Stadt, die eigentlich nicht jedem bekannt ist, aber Freudenstadt hat was, was eigentlich jedem bekannt sein sollte. Freudenstadt ist die Stadt mit dem größten Marktplatz Deutschlands. Kaum zu glauben eigentlich. Und ich war schon sehr oft in Freudenstadt, also früher bin ich nach der Schule durch Freudenstadt durchgelaufen. Und der Marktplatz ist, ja, fragt mich nicht, warum das der größte Marktplatz Deutschland ist. Wahrscheinlich eher nur von der Quadratmeter, aber vom Optischen und alles drum dran ist das, naja, ist nicht so mein Ding. Da gibt es bestimmt andere Marktplätze, die bestimmt besser aussehen. Wie Köln zum Beispiel. Vor dem Kölner Dom, der große Marktplatz, das sieht auch auf jeden Fall besser aus. Aber egal. Gut, Leute, also wir sind jetzt hier in Freudenstadt. Wir fliegen immer noch die Straße entlang, mit dem wir mit dem Bus fahren. Und hier kommt die Straßenkreuzung, sage ich mal so, die ein bisschen komisch aussieht, die nicht danach so aussieht sollte. Eigentlich ist es eine komplette Straße, aber naja. Gut. Dann kommt hier unten das von Freudenstädter Industriegebiet mit auch einem Kaufland, was ehemalige Kaufland, sage ich mal so. Das müsste genau das Gebäude sein eigentlich, wo ich jetzt gerade drüber fliege. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob das überhaupt noch Kaufland ist. Es ist schwierig, es ist schwierig. Es hat sich auch wieder schon einiges geändert hier, was den Straßenverlauf ist. Aber egal. Gut. So Leute, und jetzt fliegen wir zum großen Marktplatz Deutschlands. Und der ist direkt vor uns. Und da kommt langsam näher. Wir müssen noch ein bisschen. Ja. So. Der größte Marktplatz Deutschlands, meine Damen und Herren. Ich begrüße ihn hier herzlich damit. Es ist schon groß, ja, aber naja. Ich sag dazu nichts. So, dann fliegen wir mal zum nächsten Punkt, denn es gibt hier noch einen Punkt, wo ich sagen muss, ja, da habe ich früher gewohnt. Und nebendran ist auch ein ganz großes Krankenhaus, Krankenhaus Freudenstadt. Ich weiß nicht, wie das bezeichnet wird. Aber ja. Auf jeden Fall ist es hier ganz weit oben. Und mal gucken, ob der Wolkenkratzer noch da steht oder ob er überhaupt detailliert nachgetreu gebaut ist oder hier.
Also ich glaube nicht den Kränke. Weil hier auf der rechten Seite ist das Krankenhaus. Linken Seite sollte eigentlich ein Wolkenkratzer stehen, aber genau wo die Spitze von meinem Flugzeug ist, sollte das Gebäude stehen. Und das ist einfach gar nichts. Was ist hier los? Ist das abgerissen worden? Sieht das jetzt anders aus? Davon wüsste ich. Ich habe keine Ahnung, Leute. Echt keine Ahnung. Ja. Waren jetzt 25 Minuten Geräte bis zum geht nicht mehr. Und wenn man sich überlegt, mit welchem Wetter wir überhaupt gespielt haben, wir machen mal den Autopilot rein. Wir machen Wetter. Müssen uns beeilen. Live-Wetter. So würde es im Endeffekt aussehen. Wir hätten fast nichts gesehen, ne? Also das ist das wirklich das Live-Wetter. Und ja. Ich sag dazu nichts. Ehrlich gesagt, ich sag dazu nichts, meine Freunde. Aber okay. Gut. Dann würde ich sagen, dann kommen wir hier auch wieder langsam zum Ende. Es war, ich dachte, wir fliegen irgendwie 45 Minuten oder 47 Minuten. Aber anscheinend waren wir doch ein bisschen schneller unterwegs wie geplant. Deswegen gucken wir mal, ob wir das für 130 Minuten hinkriegen. Denn wir sind jetzt hier schon wieder Richtung Landeanflug in Busbach. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir eine Runde. Gucken, ob es ist hier. Und Obermusbach, irgendwo ist hier ein Flughafen. Irgendwo muss es sein. Ja. Ja, Leute, das ist Landkreis Freudenstadt, meine Damen und Herren. Jeden Fall ein sehr interessanter Ort. Kann man auch mal empfehlen, vorbeizuschauen. Freudenstadt halt allgemein. Die genug haben von Köln, München, Stuttgart, Berlin. Wer weiß. Aber interessant, definitiv. Kann man machen. So, wir tun langsam nach rechts einlenken. Und hoffen wir mal, dass wir dann irgendwo den Flughafen finden. Das ist die ganze Zeit geöffnet, hätte ich eigentlich schließen können eigentlich, aber. So, wir können ja mal ganz kurz den Funk an und Flugsicherung. Flughafen Busbach, da. Landebahn auswählen. So, wir haben die Musterangabe. Und da werden wir natürlich landen jetzt. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach unten sinken, weil wir sind, glaube ich, etwas zu hoch. Ich glaube nicht, dass es das Originalwetter hier ist. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Die Frage ist bloß, wo ist die Landebahn?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir steigen. Heilwangen. So. Okay, das ist echt bescheuert, Leute. Ich wollte landen und krieg eine Musterangabe, aber die Musterangabe ist total falsch. Was ist das für eine Musterangabe? In welche Richtung ist es ausgelegt? Wo ist der Flughafen? Da vorne? Die Erzgrube. Ich finde hier keinen Flughafen, Leute. Ich zieh mal ein bisschen hoch. So. Wir wählen nochmal aus. Geht's noch? Ausrichten. Wieso fällt er schon wieder runter? So. Wieso drehst du eigentlich ab? So. Versuchen wir es einfach noch einmal. Irgendwo muss es ja, der Flughafen ja sein. Wenn ich wenigstens mal ein Bild kriege. Oder wenn ich irgendwo mal was sehen würde.
checken nochmal. Warte mal, wir machen. Wir machen mal ganz kurz Pause. So. Also. Landebahn für. Landen auswählen. So. Ich raff das jetzt nicht, wo hier der scheiß Flughafen ist. Warum zeigt es mir eigentlich keinen Flughafen an? Mustereingabe. Was für eine Mustereingabe? Wenn ich nicht mal einen Flughafen finde oder sehe. Das ist traurig, Leute. Echt traurig. Wir könnten jetzt im Endeffekt sagen, okay, komm, wir landen irgendwo. Ich sehe nicht mehr irgendwie ein Anzeichen von einem Flughafen. Also es ist kein richtiger Flughafen, vielleicht bloß eine grüne Wiese oder so. Was da unten? Ich habe eine Idee, was wir machen. Komm. Scheiß auf die Mustereingabe. Ich weiß, wo wir landen. Und mal gucken, ob es funktioniert, was ich vorhabe. Jetzt fliegen wir einfach mal ein großes Stück zurück. Und chillen mal eine Runde. Dornstetten, ach. Unter Musbach. Alwangen. Weschbarweiler. Hirschweiler. Tumlingen, ey, was für ein Name. Schlimm. Aber das sieht auch schön aus. Richtig düster und hier ist es hell. Als würden die irgendwie Licht durchbrechen. Oder es versucht, das Licht durchzubrechen, aber die Wolken lassen es nicht zu. Lass uns da oben fliegen. Nicht zu steil. Vielleicht können wir ja über den Wolken rauskommen. Ernst jetzt? Was ist das für ein Wolkenbau hier oben? Damit hätte ich das ja gar nicht gerechnet.
Wow. WTF. Eilandsack. Okay, also das ist ja mal heftig, das Bild. Ah, hier unten ist Lostburg. Okay. Müssen wir nach links. Ja, das ist ja mal heftig hier. In Lostburg ist es schönes Wetter. Außenrum alles nur Scheiße. Aber cool. Definitiv cool. So, wir müssen erstmal kurz checken. Nee, das ist gar nicht Schlossburg. Klingen, Übron. So, ich muss mich erstmal wieder orientieren hier, ne? Ich glaube, das ist die falsche Straße. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Oder wir haben uns total verflogen. Muss doch irgendwas geben? Altheim. Hoppa, lecker, guck mal. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Wiedersehen, schöne Welt. Schöne Wolken. Können wir mal gucken, ob wir die Autobahn finden. Das wird eigentlich gleich hier vorne in der Nähe sein. Da ist ein Flughafen. Ach komm. Landen wir einfach dort. Das ist ein schönes Bild. Da kann man wenigstens sagen, dass es ein Flughafen ist. Im heutigen im Goi. Landen wir einfach dort. Nee, ich wollte woanders landen. Sorry, Leute. Das ist jetzt ein anderer Plan. Da müssen wir nur die Autobahn finden. Aber jetzt wird es wieder schönes Wetter. Hinten sieht es nicht mehr so gut aus. Rechts ist auch ganz schön dicke Luft.
Auf jeden Fall sind wir richtig. Was das angeht, definitiv. Eine interessante Brücke da. Hey. Ja, da ploppt er einfach weg. Ist alles gut. Macht doch was so weit. Jo, wir gehen wieder raus. Ich muss uns noch ein bisschen orientieren. Das ist der Neckar. Sollte der Neckar sein, was ich hoffe, ja, da wären wir auf jeden Fall richtig. Was das angeht. Wir fliegen über Börstingen. Sulzau. Oh, die Autobahn habe ich jetzt noch nicht gefunden. Weiler. Sag mir was. Hemmendorf. Rottenburg am Neckar. Ah ja. Wir fliegen noch immer noch am Neckar entlang, um zu hoffen, dass wir doch an Oberndorf rankommen. Irgendwann. Weil sind wir schon 28 Kilometer entfernt. Müsste eigentlich irgendwann erscheinen.
Wir haben vor uns eine große Stadt. Okay, das kenne ich gar nicht. Das ist ein Fußballfeld. Interessant. Scheint hier ganz schön groß zu sein, die Stadt hier. Fliege ich jetzt gerade in die falsche Richtung? Wir haben sowieso. Okay. Wir haben uns total verflogen gerade, merke ich gerade. Total verflogen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Das ist super. Dann würde ich sagen, dann landen wir einfach da vorne und kommen wir halt einfach auch mal zum Ende hier, ne? Eigentlich wollte ich jetzt eigentlich in Peterzell noch landen. Da wäre das wahrscheinlich wie so ein fataler Dings-Crash gewesen wahrscheinlich oder sonstiges. Deswegen lassen wir das einfach mal. Und das ist Oberndorf? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Können wir vielleicht das ja noch machen? Doch noch machen. Oder gibt es ein zweites Oberndorf? Nee, das muss. Das. Wieso gibt es denn nochmal ein Oberndorf? Okay, das ist nicht das Oberndorf, was wir kennen. Definitiv nicht. So, wir gehen mal mit dem Drehzahl runter. Wir sind aber auch gerade perfekt in der perfekten Lage. Bremsen. Ja. Hey, wir haben sind gelandet sogar. Nice. So, Triebwerk aus. Ende. So. Wir haben sogar endlich mal geschafft, am Ende einer Folge richtig zu landen. Wir sind gut. Wir haben dazugelernt, ne? Nach langen Pause hat sich das ausgezahlt. So, Leute, dann ist es eigentlich soweit. Kommen wir hier auch zum Ende. Nach dem kleinen Back to the Root, sagen wir so, oder zurück in meine Vergangenheit,
Ein kleiner Rückblick, was ich so erlebt habe, was für eine Busstrecke ich hatte, etc. Und wo hier gewisse Leute gewohnt haben, wo ich gewohnt habe und so weiter und so fort. Damit würde ich jetzt einfach sagen, bleiben wir einfach so stehen und wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Was wir dann anstreben, weiß ich nicht, aber für die Leute, die bis jetzt noch drinnen noch zugeschaltet haben, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Unbekannte Orte wäre am schönsten, wo auch wirklich sehenswert ist. Und ja, somit verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Asia 3000 mit Microsoft Flight Simulator auf der Xbox Series X. Und somit verabschiede ich mich hiermit. Wiederschauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.